Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. Ja, wir sind im dritten Akt in der tollen abgetrennten Hand hier unten, also weit, weit weg von Kuldaha. Und ja, haben das friedliche Stockwerk, sagen wir mal, erreicht. Mit Gästezimmern, Händler und Schankräumen und müssen jetzt die fünf Türme, die die Finger der Hand darstellen, abklappern nach Larel, dem Zauberer. Ja. Steht's im Tagebuch? Genau, im Labellasturm. Also, der Labellasturm ist der hier. Das heißt, wir suchen Sofort. jetzt Larel im Labellasturm als erstes. Mal gucken, ob wir fündig werden. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. In die Luft gejagt habe ich's. Hehehe, hahaha. Aufsteigen werden sie nicht. Zauber jetzt ich vollbringe. Ja, diese Stufen wurden demoliert, um zu verhindern, dass jemand den anderen Turmabschnitt betreten kann. Einverstanden. Diese Ebene scheint zerrissen worden zu sein, doch einige Teile werden immer noch durch irgendeine Art von Magie an ihrem Platz gehalten. Ja. So viel zum Labellas Turm. In Ordnung. Gut, das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist eingestürzt. Da kommen wir also auch nicht weiter. Dann nehmen wir den Turm daneben mal. In der Hoffnung, dass es da eine Verbindung gibt. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht wirklich sehen können. Oder vielleicht doch, wenn ihr Vollbild macht. Bei der abgetrennten Hand sieht man, dass einige Türme scheinbar durch Brücken miteinander verbunden sind. Also ist das unsere einzige Hoffnung, dass es auch wirklich so ist, wenn wir die Türme betreten. So, jetzt sind wir wo? Nochmal Einverstanden. eingegangen. In welchen Turm? Solonaturm. Das ist, glaube ich, der Priesterturm Vorwärts. gewesen. Und da war auch gerade In Ordnung. jemand. Denaini. Wie auch immer. Also sehr groß ist der Abschnitt nicht. Ich werde es nicht zulassen, dass ich diesen Turm entfalle. Bleibt weg. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Geht einfach. Beruhigt euch. Wir haben nicht vor, diesen Turm zu entfallen. Sagt mir, wer ihr seid. Ihr werdet hier nicht mehr herumspuken, Geist. Es ist Zeit, in euer Reich zurückzukommen. Wir werden tun, was ihr verlangt und gehen. Beruhigt euch. Mein Name ist Denaini. Ich bin die Priesterin der Hand. Also einmal die Hand war. Wie ihr seht, ist nicht mehr viel davon übrig und die Überreste sind nur eine traurige Karikatur dessen, was wir einst heilig hielten. Was ist mit der Hand passiert? Die Hand der Seldain war einst eine stolze Meisterleistung der Artekisier. Aus der scharfen Kette schnitzten wir eine wunderschöne Elfenzitadelle, in der wir viele Jahrhunderte zufrieden lebten. In dieser Zeit lagen wir ständig im Krieg mit der dunklen Horde, die dieses Gebiet heimsuchte. Schließlich gelang es der dunklen Horde, uns zu überwältigen, und in einem verzweifelten Versuch zu retten, was zu retten war, sprach Larel den Mythalzauber aus, der uns alle verflucht hat. Was könnt ihr mir über Larel und den Mythalzauber erzählen? Larel war unser Anführer, einer der meistgeachteten Zauberer der Hand. Er war vor Hunderten von Jahren verantwortlich für den Aufbau der Hand der Seldarin. Nach ihrer Vollendung lebten die Artekisir hier ein Leben des Wachstums und des Reichtums, indem wir die Umgebung in fruchtbares Ackerland verwandelten und magische Gegenstände von außergewöhnlicher Macht herstellten, setzten wir der Lebensart der Elfen ein stolzes Denkmal. Was ist dann geschehen? Kurz darauf wurden wir in einen Krieg mit der dunklen Horde verwickelt.
Hinterhältige Orks und Goblins, die nur im Sinn hatten, alles zu zerstören, was uns wichtig war. Der Krieg mit ihnen dauerte viele Jahrzehnte. Schließlich gelang es der dunklen Horde, uns langsam zu überwältigen. Verzweifelt sprach Larel den Mifal-Zauber aus. In der Hoffnung, uns damit zu retten. Stattdessen stürzte er uns ins Verderben. Mifal, ist das eine Art Zauber? Es steht ja schon da, dass es der Mifal-Zauber ist. Also hier ist die Versetzung etwas schiefgelaufen, oder? Ja, ist das eine Art Zauber? Der Mifal ist ein mächtiger Zauber aus einer alten, fast vergessenen Überlieferung der Elfen. Er erschafft eine lebende Kraft, die die Gegend, auf die er wirkt, umgibt. Er nährt sich von den natürlichen Vorgängen seiner Umgebung, kann mit Kräften ausgeschaltet werden, die seine Schutzwirkung verstärken. Und der Mifal sollte die Hand vor der Horde schützen? Ja, als wir der bitteren Wahrheit ins Gesicht sahen, dass wir verlieren würden, mussten wir Zeit gewinnen, um Verstärkung von unseren Brüdern und Schwestern aus dem Süden zu erhalten. Larel hat einen verzweifelten Plan geschmiedet, um uns zu retten. Er wollte einen Mifal-Zauber über die Hand aussprechen, der dunklen Horde den Zugang unmöglich machen sollte. Was ist dann geschehen? Obwohl unsere Schwerter schnell waren und unsere Pfeile sicher erzielt trafen, wurde unsere Verteidigung durchbrochen. Tapfer kämpften wir eine Woche lang, bis unsere letzte Verteidigungslinie zerschlagen war. Als die dunkle Horde begann, unsere Türme zu erklimmen und die letzten der Elfenkrieger niederzustechen, legte sich plötzlich ein Lichtschleier über die Hand. Wir hatten es geschafft, uns Leben nachher genug Zeit zu verschaffen. Der Mifal war ausgesprochen worden. Was ging schief? Zu dem Zeitpunkt dachten wir, Larel hätte unsere Rettung bewirkt. Stattdessen hatte er uns alle ins Verderben gestürzt. Irgendetwas mit dem Zauber war fürchterlich schiefgegangen. Alles, was in der Umgebung und in der Hand selbst lebte, wurde seiner Lebensessenz beraubt und dadurch fast umgebracht. Unser Volk und unsere Angreifer wurden zum bloßen Schatten und viele verloren den Verstand, als ihnen ihre Lebenskraft auf derart grauenvolle Weise ausgesaugt wurde. Schlimmer doch, die Kälte des Mifal umfing auch die Toten und brachte sie als Untote zurück. Das erklärt die Skelette, die wir gefunden haben. Und auch den Klingentetzer im obersten Hauptgeschoss. Ja. Ihr sagt aber, dass alle Lebewesen für den Verstand verloren, als sie zu Schatten wurden. Aber ihr könnt doch mit mir reden. Warum? Einige von uns bewahrten ihren Verstand und einen schwachen Widerschein ihres früheren Ichs. Verflucht sind wir, ohnmächtig irgendwas zu unternehmen, was unsere Lage ändern oder unsere Brüder und Schwestern die letzte Ruhe verrichten könnte. Im Solanator der Hand der Seldarin sind wir den Naini begegnet. Sie erzählte uns die traurige Mär vom Fall der abgetretenen Hand und von Larels tragischem Versuch, sein Volk durch einen Mifal-Zauber eine Form der Elfenmagie zu retten. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, nein. Könnt ihr mir etwas über Razzadas Mistrin hier erzählen? Ich war eine der jüngeren Altardienerinnen der Hand. In den Tagen, als die Hand noch in Ruba strahlte, verbrachte ich den Großteil meiner Zeit hier. Wie ihr seht, war die Ebene des Solonaturms das Heiligtum unserer Götter. Wir haben die Elfen der Hand einen Teil ihrer Zeit mit Gebeten verbracht. Was ist mit den anderen Priestern in diesem Turm? Wir alle Mitglieder der Hand wurden auch wir durch Larets Mifal-Zauber unserer Lebensessenz beraubt und in diesen schmachvollen Zustand versetzt. Die anderen Priester wandeln völlig ohne Seele und Bewusstsein durch die obere Ebene des Solonoturms. Sie sind dazu verflucht, so zu leben, es sei denn, jemand kann ihnen den endgültigen Frieden geben. Ihr wollt, dass ich die Priester töte? Ihr würdet sie nicht umbringen, sie sind bereits tot. Bitte, ich fliehe gar nicht. Ich würde es selber tun, wenn ich es könnte. Aber in diesem entsetzlichen Zustand bin ich außerstand, ihnen Frieden zu bringen. Ich bitte euch nur, ihnen die ewige Ruhe zu verschaffen. Sie haben es verdient, nachdem sie so lange verflucht waren. Ja, sie müssen ihren Frieden finden. Ich werde tun, was ihr sagt. Vielleicht könnt ihr mich mit einer Belohnung überzeugen. Das klingt ziemlich schrecklich. Gebt mir etwas Zeit, darüber nachzudenken. In der Zwischenzeit könntet ihr mir noch etwas über die Hand erzählen. Ich brauche etwas Zeit, um zu entscheiden. Ich würde gerne etwas über eure Pflicht in der Hand erfahren. Ich werde darüber nachdenken. Lebt wohl. Das klingt ziemlich schrecklich. Die Hand der Seldarin war einst eine stolze Meisterleistung der Arquetesia aus der stroffen Kälte. Erzählt mir von euch. Erzählt mir über das Heiligtum der Elfen.
In seiner früheren Pracht war dieses Heiligtum ein Denkmal für unsere Elfengötter. Die Statuen und die Zierzeiche wurden von unseren begabtesten Kunsthandwerkern und Gärtnern geschaffen. In dem kleinen Garten blühten das ganze Jahr über Blumen. Es gab ein einfaches Ritual, bei dem eine Blume aus dem Garten gepflückt und als Opfergabe und für unsere Gebete in einen der Zierteiche gelegt wurde. Wie ihr seht, sind diese Teiche inzwischen völlig heruntergekommen. Man möchte kaum hinsehen. Solange ich kein heiliges Wasser finde, um sie zu reinigen, werden sie auch so bleiben. Die Naini sprach davon, wie wunderschön dieser elfische Schrein für in seinen besseren Tagen gewesen sei. Sie sagte, sie könnte die Teiche wieder auffüllen, wenn sie etwas Weihwasser hätte. Ja, und mehr wissen wir nicht. Gut. Ja, das sind die Tagebucheinträge. Aufgaben. Geister zur Ruhe bitten und Wiederherstellung des Elfenschreins. Die Nahi sprach davon, wie wunderschön der elfische Schrein in seinen besseren Tagen. Ja, das war das mit Weihwasser. Wir haben im Solonaturm der abgetretenen Hand mit Dinae nie über die anderen Priester gesprochen. Sie erzählte uns von ihrem schrecklichen Dasein und bat uns, ihnen den ewigen Frieden zu geben. Das heißt, wir gehen mal weiter hoch. Schattenelf-Altardiener. Ich schlag dich in Stücke. Oh Gott. Das könnte hier nicht gut ausgehen. Kann ich helfen? Bis jetzt geht's noch einigermaßen. Wir tun aber trotzdem mal ein bisschen was ist unternehmen. Ist etwas nicht in Ordnung? So, ihr da oben fresst mal einen Feuerball. Toll, jetzt wirken sie wieder mal festhalten. Was? So, jetzt wird auch noch verstrickt und da ist wohl nicht gewirkt. Ja, oh, wir haben einen Autosave, netterweise. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Kann ich helfen? Ein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, noch scheiden sie. Ja. Eine Schande, dass wir Gewalt verfolgen. Ich schlag dich in Stecker. Sag, was du von mir willst. Was? Ich schlag dich in Stecker. So, das sieht besser aus schon. Ja. Wie kann ich helfen? Gut. Sofort.
Woran hast du gedacht? Du untersuchst mal die Truhe hier auf Fallen. Dein Befehl in Ordnung. Ich nehme mal nicht an, dass er die Fässer fallen sind. Nein. Riesenstärke-Tank. Mit Vergnügen. Oh, Kriegshammer. Oh toll, wir haben was? Wir haben keine Mag. Doch, haben wir. Hä? Du, identifizieren? Warum kann ich die nicht identifizieren? Das finde ich jetzt. Ah! Er ist zum Schweigen gebracht, er kann keine Zauber sprechen. Okay. Das erklärt's. Gut, das heißt, wir gucken mal weiter nach oben.